Hey, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin versus Arsène Lupin Nemesis Remastered für den PC. Im letzten Part haben wir hier weiter im British Museum Rätsel gelöst, die damit begonnen haben, mein Gehirn förmlich zu schmelzen. Und genauso geht es jetzt weiter mit diesen Münzen. Was wir hierzu gelesen haben, sieht nämlich keineswegs spaßig aus. Ich habe begonnen, mir Notizen zu machen, und ich muss das nochmal. Ich muss mal eine neue Seite aufmachen. Sorry, ich musste euch jetzt mal. Ich muss euch woanders hinstellen. Ich stelle euch hier hin. Ein ganz kleines bisschen weiter weg. Für ihn. Ich mache mich ein bisschen höher. So, die besten Störgeräusche der direkt zu Beginn des Parts. Hallo Katze, du schläfst fein. Wo bist du? So. Also, die Zahl, die dem jüngsten Henry. Ich muss mir das nochmal neu aufschreiben. Also, jüngster Henry geteilt durch 2 ist gleich Edward. So verstehe ich das zumindest. Deren Hälfte wird Edward gekürt. Und den ersetzen durch Richard mit ist gleich Edward X und ersetzen durch Richard X. Und das dann minus Charles the First. So, wie geht es weiter? So, jetzt geht man von John zum ersten James. Betrete dabei einen Namen, OW. Über einen Namen. Alter, was ich hier gerade aufschreibe, sieht aus wie Chemieformeln. Die Zahlen jener nimmt man nur. Jener, also von dem Namen in der Mitte oder von welchem Zahl? Okay. Plus 3. Ihm hinzuzutun, wer ist denn jetzt er? John oder James? Und dann tauschen gegen Charles dem Zweiten. Machen wir mal weiter. Sucht nun jene mit Namen Richard und William mit gleichen Zahlen. Okay, Richard Y. Und William Y. Und von denen 6 nach rechts, 1 hinauf tauschen. Tauscht man sie aus, so achte man darauf, die Zahlen zu bewahren. Zahlen bewahren, das ist essentiell. Okay, dann. Anordnung der Spalten ändern nun wir als vertauschter Walten die 6 gegen die 4. 6 gegen 4. Spalten tauschen. Das ergibt für mich alles überhaupt keinen Sinn. So, die ersten zwei Sachen, ja, okay, die ergeben noch irgendwie Sinn. So, der jüngste Henry. Jüngste Henry heißt ja der am jüngsten gestorben ist, oder der letzte? Ich würde mal sagen, der letzte. So. Da haben wir Henry den ersten, zweiten. Okay, was ist der letzte Henry? Der achte. Ach ja, klar, der achte. Logisch. Fuck. Ich bin ja nicht bei Ludwig gewesen. Ich war ganz so anders. Natürlich der achte. Jesus, was habe ich denn im letzten Part von Bullshit erzählt? Okay, der jüngste Henry geteilt durch 2. Heißt es denn jetzt Edward der vierte? Der wäre hier. So. Den soll ich durch Richard den Vierten ersetzen. Wo ist Richard der Vierte? Es gibt keinen Richard den Vierten.
Achso, minus der von Charles dem Ersten, also mit Richard dem Dritten. Perfekt. Jetzt folgt der nächste. Ach, das war schon mal richtig. Alles klar. Schritt 1 fertig. So, der zweite. John. Von John zu James dem Ersten. James der Erste ist hier. John? John? Da geht man über einen. Moment. Von John zum ersten James, man geht betrete dabei einen Namen. Oh weh, die Zahlen jener nimmt man nun, um sie plus 3 ihm hinzuzutun. Einen Namen. Mehrere Namen. Henry, Edward, 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 Richard, Henry, 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 Richard, Edward, Edward, Henry, Henry, Edward, Jane Grey, Mary, Elizabeth. Von John zum ersten James Mann geh, betrete dabei einen Namen. O weh. Okay, Moment. Henry, 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 Edward Charles James. Oh, Henry, 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 Henry. Nee. Okay. Richard. Nee. Henry, 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 Henry. Fuck. Henry, Henry. Fuck. Richard. Oh, fuck. Richard. Fuck. Mary and ich verstehe nicht, was von mir gewollt ist in diesem Schritt. Von John zum ersten James, man gebe, trete dabei einen Namen, OW, die Zahlen jener nimmt man nun, um sie plus 3 ihm hinzuzutun und tauscht diesen König gegen Charles. Das verstehe ich überhaupt nicht, den Abschnitt. Da brauche ich einen Tipp für. Das verstehe ich ja gar nicht. Ja. Ja, warum erklärst du mir das denn gleich? Ersetzen Sie Henry den Sechsten und Charles. Warum denn Henry den Sechsten? Da, also das. Oder ist er plus 3? Also Henry den Dritten dann? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, aber ich mach's. Charles Dösiem, wo bist du? Jetzt finde ich Charles nicht da unten. Perfekt. Jetzt folgt der nächste. Also das habe ich nicht. Also auch mit der Lösung, das habe ich nicht verstanden. So, Richard und William, da sind direkt zwei aneinander mit derselben Nummer. Richard der Dritte, nee, der Zweite, zwei, Edward, zwei, zwei, drei, 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 eins. Richard der Erste. Edward der Erste, Edward der Zweite. Die sind ja nicht nebeneinander. Ja, muss ich wohl auch nochmal lesen. Nee, nicht das. Sucht nun jene mit Namen Richard und William mit gleichen Zahlen. Aber jetzt schnell, 6 nach rechts und 1 hinauf. Tauscht man sie aus, so achte man drauf. Die Zahlen zu bewahren, das ist essentiell. Ach, William, nicht Edward. William. 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 William.
Ja. Das verstehe ich nicht. William und Richard haben wir. William und Richard, okay. William und Richard, okay. Sucht nun jene mit Namen Richard und William mit gleichen Zahlen. 6 nach rechts und 1 hinauf. Tauscht man sie aus, so achtet man darauf, die Zahlen zu bewahren. Das ist essentiell. I don't get it. I don't get it. Also es ist... Ersetzen Sie die 3 Williams durch die gleichen Richards. Okay. William. Richard. Perfekt. Jetzt folgt der nächste Schritt. William Richard. Perfekt. Jetzt folgt der nächste Schritt. William Richard. Perfekt. Jetzt folgt der nächste Schritt. Ich verstehe das nicht mit 6 nach rechts und 1 hinauf. Die Ahnung der Spalten müssen ändern wir. Als Vertauscher walten die 6 gegen die 4. 4. 4. Ich verstehe, also für das Rätsel bin ich zu blöd oder es ist einfach richtig dämlich formuliert. Die Anordnung der Spalten müssen ändern nun wir. Als Vertauscher walten die 6 gegen die 4. So, kleine Maus, du kannst leider jetzt nicht auf den Schreibtisch, sonst stoppst du gleich noch meine Aufnahme. Bitte mach das nicht, okay? Komm her. Komm her, na komm. Gerne um meinen Schoß. So. Okay. Hier ist ja noch mehr. Ach du Scheiße, das habe ich ja gekonnt ignoriert. Okay, dann gebe ich mir erstmal für den Spaltenscheiß nochmal einen Tipp. Setzen Sie die Medaillen aus der 4. Spalte mit denen aus der 6. Spalte. Achten Sie darauf, dass sie in der gleichen Reihe bleiben und nur die Spalte vertauscht wird. Muss auf alle Medaillen dieser Spalten angewendet werden. So einfach. Warum vorher immer was mit den Nummern und jetzt einfach nur, ja, einfach nur die 4. und die 6. Okay. Perfekt. Jetzt folgt der nächste Schritt. Kannst du das bitte nicht jedes Mal sagen? Perfekt. Jetzt folgt der nächste Schritt. Oh Gott. Perfekt. Jetzt folgt der nächste Schritt. Perfekt. Jetzt folgt der nächste Schritt. Okay. Dann kann ich ja jetzt erstmal wieder lesen und rätseln. Nun eine Gerade ziehen, nur nicht rund, zwischen 2 Herrschern geschwind, dem Ältesten und dem Jungspund, welche die Reiche miteinander verbindet. Okay. Gucken wir mal, von Richard dem Ersten zu Richard dem, keine Ahnung, wie vielten. Richard dem Dritten. Hier, oh, eine Gerade. Oh Gott. Hey, mach's. Ach ja, sehr, sehr junge Katzen brauchen viel Aufmerksamkeit. Keine Sorge, nach dem Part bin ich wieder ganz bei dir. Eine Gerade ziehen, nur nicht rund, zwischen 2 Herrschern geschwind im Ältesten und Jungspund, welche die Reiche miteinander verbindet.
Okay, vielleicht jemand anderes. Henry der Erste und Henry der Achte. Das ist keine. William. Und wo ist der letzte William? Hier. John. Ich will gar keinen John den Zweiten. Okay, James. Alter, ich verstehe es nicht. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Oh. Nun eine Gerade ziehen, nur nicht rund. Zwischen zwei Herrschern geschwind, dem Ältesten und dem Jungspund. Okay, das ist klar. Welche die Reiche miteinander verbindet. Um endlich ein Ende zu finden, vereine man Ern mit Löwenherz. Wo sich die Linien verbinden, liegt die Lösung. Wirklich kein Scherz. Okay, machen wir erstmal das davor wieder. Die Medaille von Jane Grey an sich. Warum? Diese Medaille ist eine Fälschung und ich muss sie öffnen. Sie scheint sehr massiv zu sein und ich möchte nicht ihren Inhalt zerstören. Ich sollte ein Präzisionswerkzeug finden. Die letzten beiden, also jetzt wieder. Hey, die letzten beiden Rätsel ignoriere ich. Check's nicht. Also das Rätsel war wirklich. Es gab jetzt viele Rätsel, die wirklich cool waren, wo ich viel nachdenken musste. Auch viel mit Trial and Error Bullshit teilweise, aber die waren irgendwie cool. Aber das gerade mit den Münzen, I don't know. Der erste Schritt war noch nachvollziehbar und nice. Alles danach war, also sorry, aber what the fuck? Also, nee. Nee. Moin. Ah, wenn das nicht der Architekt ist. Du hast doch ein Werkzeug. Befindet sich unter Ihren Gerätschaften vielleicht ein Werkzeug, um Metall zu brechen? Ja, ich verfüge tatsächlich über ein seltenes Werkzeug, das dafür entwickelt wurde. Dann. Könnten Sie es mir leihen? Natürlich. Es liegt dort drüben. Eine Säge mit Diamantblatt aus Südafrika. Schneidet den härtesten Stahl wie Butter. Und es gibt auf der ganzen Welt nur 3 Exemplare davon. Grundgütiger. Ich kann sie nicht finden. Es war sehr unvorsichtig, sie offen herumliegen zu lassen. Ich habe sie erst letzte Nacht bekommen und mir fehlte die Kombination für den Tresor. Dort wollte ich sie hinterlegen. Als die Arbeiter gingen, war sie noch da. Und ich wollte sie mit nach Hause nehmen. Meine Güte, wo kann sie nur sein? Dann werde ich wohl mit etwas anderem Vorlieb nehmen müssen. Danke. Warum sind alle Menschen in der Welt dieses Videospiels so unglaublich inkompetent? Sie immer mit einem Hammer durch die Gegend? Wollen Sie damit Lupins Kniereflexe testen? Nein, Holmes. Ich brauche ihn... Ich glaube, ich brauche ihn nötiger als Sie. Gewiss. Hier, nehmen Sie. Aber ich muss ihn wieder... Später, Watson. Hä? Was? Oh, sorry. Habe ich gerade aus Versehen übersprungen. Leider nicht hier drin. Mist. Okay. Um in der Bibliothek ein Buch aufzuspüren, muss man die richtigen Abteilungen wählen. Klar. Danach die Regale, die dorthin führen, von links nach rechts die Unterteilung zählen. Okay. Du findest auf der ägyptischen Stele eine falsche Hieroglyphe, die auf den Anfang deutet, um den Rest zu entdecken. Erneut man Stele von links nach rechts runter und drauf, und dann hat es gedeutet. Eine ägyptische Stele finden. Okay, ägyptische Stele. Was war nochmal eine Stele? Scheiße. Ich drücke mal noch nicht die Leertaste. Oh, warte mal. Das ist ja nicht eine Stele. Merkwürdig, diese Stele. Es könnte ein antikes Stoppschild vom Zoll sein.
Okay. Du findest auf der ägyptischen Stele eine falsche Hieroglyphe, die auf den Anfang deutet. Ein L, Alter. Oh, Jesus, krass. Okay, das war stark. Das war cool. Das war wieder cool. Um den Rest zu entdecken, erneut mein Zähler von links nach rechts und runter und drauf. Na, hat's geläutet. Nein. Okay, L. Lypa. Es gibt kein L. Es gibt kein L. Es gibt kein L. Merkwürdig, diese Stele. Es könnte ein antikes Stoppschild vom Zoll sein. Um eine Bibliothek im Buch aufzuspüren, muss man die richtige Abteilung wählen und danach die Regale, die dorthin führen, von links nach rechts die Unterteilung sehen. Du findest auf der ägyptischen Stele eine falsche Hieroglyphe, die auf den Anfang deutet. Um den Rest zu entdecken, erneut man zähle von links nach rechts, runter und drauf. Na, hat's geläutet. Nein, das ist ein L. Noch irgendwas anderes? A, B, C, D, E, F, G, G statt Stoppschild, G, Stopp, G, steh G, H, I, J, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Mond, Sonne, Würfel. Merkwürdig, diese Stele. Es könnte ein antikes Stoppschild vom Zoll sein. Okay. Gut. Stopp. Zoll. Ich muss einen Fehler gemacht. Stopp. Top. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Ja, ja. Stele. Ich muss einen Fehler. Ja, okay. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Gibt's noch eine andere Stele? Vielleicht ist es ja gar nicht die. Ach, man ist schon sehr. Es ist eine andere. Eine falsche Hieroglyphe. Wo soll ich denn hier jetzt eine falsche Hieroglyphe finden? Oh. Okay, wird ja ein Buchstabe sein, oder? Suchen wir das nochmal ab nach einem Buchstaben. Boah. Kann eine Weile dauern. Ich darf nicht mitsummen, weil es nicht ganz synchron sein wird. Weil es nicht ganz synchron sein wird. 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 Nicht. Da die Ägypter kein Latein konnten, stammt der Buchstabe E wohl von Lupin. Okay. Also E. Okay, wie ging das komische Rätsel weiter? Ich kann ein Foto machen. Okay, um den Rest zu entdecken, erneut man zähle von links nach rechts. Runter und rauf. Hat's geläutet.
Nein. 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 Nee. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Nein, es hat nicht geläutet. Es hat leider nicht geläutet. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zwölf, 18. 918. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Zeit zum Nachdenken. Ich muss einen Fehler. Ich muss einen Fehler. Ich brauche einen Tipp. Ich brauche einen Tipp. Oh. Oh, fuck. Stele. Ja, ja, gut. Das ist. Das habe ich. Das habe ich. Neunte Spalte, achte Reihe. Warum? Warum? Ach so! LOL! Warte. Nur um die Lösung nachvollziehen zu können, auch wenn die da jetzt schon stand. Ich kann es mir nicht nochmal angucken. Ernsthaft? Ah, befindet sich in der achten Zeile von unten in der neuen Ich muss einen Fehler gemacht. Ich muss einen Fehler gemacht. Mhm. Dieses Blatt ist etwas älter als die Bücher. Oh, oh Gott. Ich bin nicht gut in Noten und so Kram. Get back, get back. Es ist eine Partitur. Die Melodie hat sicher eine Bedeutung. Höchstwahrscheinlich ist es ein bekanntes Lied. Ich brauche den Rat eines Experten. Hi. Wenn ich Sie nochmals stören dürfte. Selbstverständlich. Musik. Musik scheint Ihnen viel zu bedeuten. Können Sie meinen logischen Verstand mit Ihrem musischen Wissen erleuchten? Nein. Tut mir leid. Mein Wissen erstreckt sich auf die Lyrik traditioneller wie populärer Musik. Aber ich kann keine Noten lesen. Ich meine, ich könnte eine Mozart-Partitur nicht von einem Pudding-Rezept unterscheiden. Aha! Ich kann die Melodie irgendwie vorspielen. Was gibt es? Musik scheint Ihnen viel zu bedeuten. Nein, ich muss Ihnen... Scheiße. Es gibt hier eine Dings. Eine Stradivari. Kann ich mir die nehmen? Wird es funktionieren. Nimm dir einfach die Stradivari aus dem... Ach komm, Holmes. Wir lassen es bleiben mit der Logik jetzt. Okay, hier, ich habe was für dich. Hören Sie zu. Zurück, 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 woher ihr kamt. Zurück, 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 woher ihr kamt. Erkennen Sie diese Musik? Ja, ich erinnere mich. Das Lied stammt von einem Quartett, das leider nicht sehr erfolgreich war. Ach, das lag wohl unter anderem an ihren Frisuren. Ein bisschen zu avantgardistisch, aber ich fand sie großartig. Kennen Sie den Namen des Quartetts oder wissen Sie, wie das Lied heißt? Es heißt Rückkehr, gesungen von den Skarabäen. Rückkehr, die Skarabäen. Danke. Kehren Sie schnell zurück. Großes Skarabäus haben wir schon gefunden. Darf ich dir den Arsch aufschlagen? Wegen Rückkehr. Da ist ein Stück Putz mit Schuhcreme dunkel gefärbt und einer Nachricht darin. Oh!
Warst du schnell, herrscht draußen noch Nacht, doch erst die Sonne das Museum hell macht. Ihr Hofstaat ist da und sie lädt jeden ein zum Tanz, doch lass dabei das Zählen nicht sein. Den Schlüssel gedreht, die Musik soll erklingen, sie da, wie sie um ihren Sternkönig schwingen. Muss zählen die Runden auf ihren Bahnen, doch sind sie sehr schnell, wie man kann erahnen. Zählt man sie zusammen, gibt man besser acht, der kleine Weiße gleich zwei Drehungen macht. Nimm dann den blauen Planeten, auf dem wir rotieren, quadrier seine Drehung. Und sie mit zwei zu multiplizieren. Erstellt das Produkt bei der Zahlen, zählt 1000 dazu, das macht es gleich rund. Und das geschafft und du weißt, was zu tun, dann los, du hast keine Zeit auszuruhen. Ich muss etwas finden, das der Beschreibung aus dem Gedicht entspricht. Ich bin sehr glücklich, dass ich damals als Schüler nur The Awakened entdeckt habe und nicht dieses Spiel. Ich wäre verzweifelt mit meinem großartigen Interesse für Mathematik. Meine Güte, ich muss die Anzahl der Umdrehungen, die jeder einzelne Planet macht, zählen und die Rechnung anhand von Lupins Gedicht machen. Was für ein Ideenreichtum. Absolut. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Kann man das wieder anhalten? Oh. Was bringt mir das da oben auf die Dinger zu klicken? Was? Ich werde jetzt in dem Part mal noch die Zählungen machen. Den ganzen Rechenkram machen wir beim nächsten Mal. Also, beginnen wir mit dem Merkur. Merkur. Ich schreibe mir die mal auf. Müsste der Mars sein? Die Venus. Ach ja, lol. Erde. Jupiter. Moment. Ja. Und Saturn. Natürlich ist Erde. Alter, Digga, krass. Oh, was ist los mit mir? Mond nehme ich mal noch abseits. Der kleine Weiße macht ja gleich zwei Umdrehungen. So. Beginnen wir mit dem Merkur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir weiter mit der Venus. 1, 2, 3, 4. 5. Wird das jetzt einfach immer einer weniger? Gucken wir mal, Erde. 1. 2. 3. Ne, 3, okay. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Dann zähle ich doch jetzt alle einfach einzeln nochmal zur Sicherheit. 1. 2, 3, 4, Jupiter, der ist lahm, 1, der wird 2 und der Saturn wird 1. Ja. So, und den Mond zähle ich jetzt nochmal einzeln, das wird jetzt hardcore. Was ist denn das? Oh! Ah, lol! Kann ich das abbrechen? Man kann die Einsen, dafür ist das ja moin. Warum habe ich mir das denn gerade so schwer gemacht? Na gut, habe ich eigentlich nicht. So. Ja, das zählt sogar automatisch. Oh. Okay.
Mond kann ich nicht alleine machen, okay. Dann lasse ich die jetzt einfach nochmal durchlaufen. Den Mond, den zähle ich aber gleich. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Moment, eigentlich sollte das nicht so schwer sein. Guck mal, die Erde ist ja dreimal. Das heißt, der Mond, ja, brauchst du. Du musst doch dann dreimal 365, oder nicht? Mal gucken, was passiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach nee, klar, 8. 12, 9, 10, 11, 12, 13, 12. Moment. 12? Nee, 13, genau. Okay, ich lasse die anderen jetzt auch nochmal durchlaufen, einfach damit die Zahlen da sind. Und dann lassen wir es für heute gut sein. So, ich habe die Zahlen ja bei mir, habe ich mir jetzt natürlich vollkommen umsonst aufgeschrieben, aber. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und zum Abschluss nochmal der Saturn. Ach, schön. Geräusch ist auch nicht nervig. Erinnert mich gerade irgendwie an Rätsel aus Siberia oder Myst oder so. Gut. Reicht. Mein Hirn schmilzt, es ist spät in der Nacht. Ich brauche Schlaf und die Katze meine Aufmerksamkeit. Also bis zum nächsten Mal.